Jetzt ist wieder Zeit für Kümmer den Schneckenkönig. Abonnieren, kommentieren und Video liken. Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerstein, meine Lieben. Heute ist das große Rätsel endlich gelüftet. Und zwar werden wir heute das Achatschnecken-Terrarium einrichten. Ich hoffe, ihr habt richtig Bock darauf. Ich freue mich natürlich, zusammen mit euch das heute zu machen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr dem Video ein Like gibt, gerne einen Kommentar schreibt und vielleicht mehr über diese Tiere erfahren wollt. Viel Spaß und los geht's beim Einrichten meines neuen Terrariums. Alle Produkte, die hier sich rund um das Terrarium handeln, habe ich nochmal in der Infobox verlinkt. Ich freue mich, dass ihr teilhabt an meinem neuen Hobby. Und ja, jetzt geht's los. Schneckenkönig ist am Start. Wichtig ist natürlich erstmal das Terrarium. Ich habe hier ein Terrarium von Exo. Das ist ein Reptilien-Terrarium, aber das kann ich super verwenden für meine Achatschnecken. Wie ihr seht, ist es ein großes, flaches Terrarium, weil es nicht wichtig ist, dass eure Achatschnecken irgendwie ein hohes Terrarium haben, sondern ein flaches Terrarium, damit sie schön Fläche haben zum Rumkrabbeln und Rumwuseln in eurem Becken. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ist. Es ist mein erstes Terrarium, wo ich hier oben ein Gitter habe. Ob die Schnecken da auch drüber wuseln. Wenn nicht, muss ich mir das einfallen lassen und das irgendwie abdecken. Ich muss eh mal schauen, damit die Wärme nicht so aus dem Terrarium kommt jetzt im Winter. Weil eure Schnecken brauchen natürlich auch Wärme. So, jetzt geht's aber los. Wir fangen jetzt erstmal an natürlich mit der Heizmatte, die wir unter dem Terrarium befestigen. Das Tolle bei dem Terrarium ist, dass hier unten ein Plastikschutz ist, damit das Terrarium etwas höher steht und eure Heizmatte sozusagen nicht direkt auf dem Tisch oder auf dem Boden oder auf eurem Schrank aufsteht. So, hier haben wir jetzt die Heizmatte. Das ist auch eine Terra-Heizmatte. Die habe ich über Amazon bestellt, hat eine Größe von 28 x 42 cm. Ihr müsst natürlich für eure Schnecken nicht so ein großes Becken nehmen. Ihr könnt auch ein kleineres Becken nehmen, nur ich weiß, wenn die dann wachsen, dann braucht man eh ein größeres. Und deswegen habe ich mir gleich ein größeres Becken genommen. So, die Frage ist, muss ich jetzt hierzu noch irgendwas wissen? Diese Heizmatte gibt Wärmestrahlen ab, beziehungsweise Infrarotstrahlen, die meinen Bodengrund jetzt im Winter auch schön warm halten sollen und sich die Schnecken halt einfach wohlfühlen. Die bauen sich natürlich nicht von jetzt auf gleich auf, sondern das braucht ein bisschen Zeit, bis das warm wird. Und jetzt befestigen wir erstmal unsere Heizmatte. Dazu mache ich hier hinten einfach die Klebefolie ab. Achtet darauf, dass euer Terrarium von unten schön sauber ist. Und lasst es am besten nicht fallen, damit kein Staub oder ähnliches an eure Heizmatte kommt. Ich werde die Matte nicht direkt mittig anbringen, sondern etwas seitlich, damit die Schnecken, wenn sie jetzt keinen Bock haben, dass es so warm ist, ein bisschen hier auf die kühlere Seite können. Deswegen überlege ich, ob ich sie auf der Hälfte so anbringe. Passt gerade so, oder ob ich sie so anbringe. Da sie gerade durch den Rahmen so hinpasst, werde ich sie doch lieber so ankleben. Und zwar hier hinten rechts. Dann haben sie vorne noch Platz für kältere Momente. So, schön festdrücken. So, unsere Heizmatte ist angebracht und jetzt geht es weiter mit dem Innenleben des Terrariums. Den Deckel könnt ihr hier über diese Seitenclips verschließen schön und ich habe sie jetzt schon geöffnet, abnehmen und jetzt geht es um unser Substrat. Wir benutzen als Substrat Kokosfaserblocks. Das sind jetzt 600 Gramm. Ich muss mal sehen, ob das für das große Becken reicht. Eure Schnecken sollten genug Erde im Terrarium haben, um Versteckmöglichkeiten zu haben und um sich in der Erde einzubuddeln bzw. für die Eiablage genug Versteckmöglichkeiten und Ablegefläche zu haben. Weil die kriegen ja natürlich auch Babys, ne? Ich werde jetzt also diesen 9 Liter Block komplett mit 4 Litern Wasser einweichen und dann guckt ihr euch das Ganze mal an, wie schön das funktioniert. Nehmt also eine Schere, schneidet euer Substrat auf, legt euren Kokosbalken einfach in die Mitte von eurem Gefäß. Könnt natürlich auch einen Eimer nehmen oder anderes. So, jetzt nehmt ihr euch 4 Liter Wasser und schüttet es einfach in euren Behälter. Und jetzt lasst ihr das Ganze 30 Minuten einfach im Wasserbad und beobachtet einfach mal, was mit dem Ziegel passiert. Nach 10 Minuten seht ihr, dass sich der Block schon verdoppelt hat. Ich werfe den jetzt um und mache den mit den Händen etwas auseinander, damit auch wirklich auch die anderen Schichten, die jetzt nicht so viel Wasser abgekriegt haben, die tauche ich jetzt einfach hier ins Wasser.
Bis jetzt sieht das alles noch sehr pumpig aus, aber wenn sich alles schön aufgesogen hat, das dauert wie gesagt circa 30 Minuten, dann seht ihr, dass es eine schöne feuchte Erde ist. Jetzt eine halbe Stunde später seht ihr, das Substrat ist richtig fest geworden und hat sich schön mit Wasser vollgesogen und ihr habt jetzt wirklich eine richtig schöne Masse, die ihr in eurem Terrarium verteilen könnt. Ich mache das jetzt hier noch mit einem Löffel klein und zerteile die letzten Brocken, damit es eine schöne, fluffige Konsistenz hat. Ihr könnt das natürlich auch mit den Händen machen. Im nächsten Schritt kalken wir unsere Erde auf. Das machen wir aus dem Grund, weil unsere Achatschnecken ja ein Gehäuse haben und das brauchen sie, damit das Häuschen wächst. Und dafür brauchen unsere Schnecken Kalk. Nicht nur, dass wir den Boden aufkalken, auch ein paar Sepieschalen legen wir danach in unser Terrarium. Aber dazu später mehr. Das ist mein Kalk, den ich verwende. Das ist ein Rasendüngerkalk ohne Zusätze, ohne irgendwelche Chemikalien. Das ist wichtig. Achtet bitte darauf, weil das kann sonst für eure Schnecken tödlich sein. So, ich mache jetzt einfach mal zwei Becherchen dran und vermische das mit unserem Substrat. Jetzt kann das Ganze in unser Terrarium. Jetzt fangen wir an, unser Terrarium einzurichten und zu befüllen. Als erstes kommt unser Substrat ins Terrarium, was wir gerade angemischt haben. So, das verteilen wir jetzt schön. Bei der Größe vom Terrarium sollte ich vielleicht noch einen Block vom Substrat reinmachen, damit die Schnecken wirklich Versteckmöglichkeiten haben. Die Tiefe ist jetzt wirklich nicht sehr tief, wie ihr sehen könnt. Das sind vielleicht 5, 6, 7 Zentimeter und es sollten schon mehr Zentimeter sein, damit die Schnecke wirklich komplett verstecken kann. So, ich habe jetzt noch eine Ladung gemacht. Die kommt jetzt natürlich gleich mit rein. Also lieber zu viel als zu wenig Bodengrund, damit sich eure Schnecken verstecken können. Jetzt geht es an die Einrichtung eures Beckens. Ihr habt natürlich freie Wahl. Ihr könnt verschiedene Obsthölzer in euer Becken tun. Ihr könnt fahrende Moose in euer Becken machen. Ihr könnt echtes Material nehmen, aber ihr könnt natürlich auch Kunst Pflanzen nehmen. Ich habe zum Beispiel hier eine alte Wurzel, die habe ich mir mal im Aquaristikladen gekauft. Die werde ich jetzt hier einfach so schön in die Mitte setzen, ein bisschen einbuddeln. Dann habe ich mir von Trixi so Kunstblätter geholt. Die will ich hier ein bisschen an die Seiten links und rechts machen. Einfach damit es ein bisschen dekorativer aussieht. Leider ist es jetzt nur eine, aber ich finde, sie sieht sehr schön aus. Ich werde mir noch eine zweite bestellen und die werde ich jetzt hier an die Seite einfach so an die Wand klipsen. Hat einen Saugnapf dran und werde die hier befestigen. Irgendwie mal anlecken, ne? Und dann klebe ich das hier an die Seite ran. Und das klebt auch mal überhaupt nicht. Das ist natürlich super. So, ich werde mir noch eine neue bestellen dazu, aber das ist jetzt erstmal die Grundeinrichtung des Terrariums. Des Weiteren habe ich hier von Exo eine Wasserschale. Schnecken lieben es zu baden. Und das könnt ihr als Futterschale oder als Wasserschale verwenden. Ich hier ein bisschen im Vordergrund platzieren. Und hier ist nochmal eine tiefe Schale. Die könnt ihr natürlich genauso als Wasserschale verwenden. Ich habe jetzt hier eins aus Kunststoff genommen mit einer Baumoptik. Ich finde, das sieht ganz niedlich aus. Und das werde ich jetzt hier hinten in die Ecke reinstellen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und auch mit der Optik von dem Baum. Das hat was Natürliches. Jetzt haben wir hier noch die Sepieschalen aus den Tintenfischen. Die sind nochmal zur Aufbesserung fürs Häuschen. Davon lege ich zwei Stück einfach hier in mein Terrarium rein und sie schön groß werden kann und wachsen kann, ohne dass der Panzer irgendwie Risse bekommt oder einfach nicht mehr schön aussieht. Das soll es zu der Grundeinrichtung gewesen sein. Hier kommt jetzt noch Wasser rein oder hier hinten in das kommt auch Wasser rein. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder, im Teil 2. Wenn es um den Besatz der Schnecken geht. Was es für Schnecken sind, es gibt verschiedene Sorten, aber davon erfahrt ihr im nächsten Video dann natürlich mehr. Stopp, bevor wir es beenden. Wichtig ist auch noch die Luftfeuchtigkeit. Ich habe hier ein Thermometer, was die Temperatur und die Wasserfeuchtigkeit misst, damit wir genau wissen, dass sich eine hohe Luftfeuchtigkeit im Becken befindet, beziehungsweise auch die Temperatur, denn Schnecken mögen es warm. Das werde ich jetzt noch anbringen, Becken verschließen, anschließen, damit sich Wärme im Becken entwickeln kann und dann sehen wir uns im nächsten Video natürlich wieder. Bis dahin, tschüss, euer Kümmer schleimt.